Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsslot des zweiten Tages der IR 2022. Auch dieses Jahr wieder, wie bereits im Vorjahr aus bekannten Gründen, als virtuelle Veranstaltung auf eine ganze Woche gestreckt. Wir haben insgesamt 15 interessante Themen an 5 Tagen, 3 am Tag, und versuchen da möglichst viel Nutzwert und viele Erkenntnisse für IR-Manager zu schaffen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Nachmittag eine sehr wichtige Zielgruppe der Investor Relations hier zu Wort kommen lassen, nämlich die Aktionärsvereinigung. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir einen Experten haben, einen den HV-Experten in Deutschland, den ich kenne, nämlich Bernhard Orlik, Geschäftsführer der Link Market Services, der das Gespräch gleich moderieren wird. Zuvor noch ein paar organisatorische Hinweise. Meinerseits, ich heiße Sie also im Namen von Cometis, dem IR-Club und allen Sponsoren nochmal recht herzlich willkommen. Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, werden die ganze Zeit auf stumm geschaltet sein, haben aber die Möglichkeit, über das Bedienpanel hier rechts am Bildschirm Ihre Fragen schriftlich einzugeben. Und der Moderator wird versuchen, diese mit einzubringen, in den Dialog. Gleichzeitig, sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, können Sie über die Chat-Funktion unser Technikteam hier bei Cometis, unsere fleißigen Helferinnen und Helfer erreichen, falls was nicht klappen sollte. Wir haben das Ganze auf 1 Stunde, also bis 15 Uhr eingeplant. Ganz am Ende wollen wir Sie noch um Ihr Feedback bitten und Sie fragen, wie Sie den Vortrag fanden. Die Umfrage wird dann anonymisiert stattfinden. Die Ergebnisse werden also nicht veröffentlicht. Meine Kollegen haben mir gesagt, das sei die 10. IR, die sonst immer als Präsenzveranstaltung und jetzt, wie gesagt, virtuell stattfindet. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut hier in der Küche im Schrank und tatsächlich die älteste Tasse, die ich finden konnte, trägt das Datum 2013, also vor 9 Jahren. Jetzt zum 10. Mal sind wir dabei. Ich möchte jetzt gerne übergeben, direkt auch inhaltlich ins Thema gehen an Bernhard Orlik und wünsche allen nützliche Erkenntnisse und viel Spaß bei der Veranstaltung. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Die meisten kennen mich ja, Herr Dieter hat mich ja schon vorgestellt auch. Ich sitze hier in Berlin im Studio, einfallsreich. Die Frau Grünebaum hat mir hier zwischen zwei Hauptversammlungen die Möglichkeit gegeben, diese Veranstaltung zu betreuen. Mit mir zusammen diskutieren werden Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Mitglied der Deutschen Corporate Governance Kommission. Und ich denke, mehr ist zu deiner Person, lieber Marc, nicht zu sagen. Man kennt dich. Marc. Der andere Teilnehmer ist Herr Schmidt. Herr Hallo, Schmidt, ich mache mal Hallo. Hallo. er vertritt nicht nur Herrn Bauer, der aufgrund eines Todesfalls im engsten Kreis leider kurzfristig absagen musste. Ich glaube, Herr Schmidt ist mehr als nur eine Vertretung für Herrn Bauer. Ganz kurz zu seiner Person. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim, arbeitet seit 2009 als selbstständiger Unternehmensberater, war 10 Jahre lang auch als Lehrbeauftragter an der Hochschule in Pforzheim tätig. Seit 2009 kennt man ihn als Sprecher für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und seit April 2016 ist er auch dort im Vorstand. Was ihn aber besonders spannend für die heutige Diskussionsrunde macht, ist, dass er in seinem früheren Arbeitsleben, nämlich von 1997 bis 2009, als Analyst unter anderem bei Merrill Lynch, Bank of America tätig war und somit das Geschäft der Investor Relations auch von der Seite des Großaktionärs und nicht bloß des kleineren Aktionärs kennt. Also herzlich willkommen, Herr Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, schönen Dank. Dann lassen Sie uns gleich in Medias Res gehen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns ganz vorne anfangen. Ihre Erwartungshaltung, wie denn die Investor Relations in Unternehmen eingebunden, ins Unternehmen aufgestellt sein muss. Also wie erreiche ich die IR? Gibt es dann Foto? Was ist so Ihre Erwartung, wenn Sie sich mal einem Unternehmen nähern, wie Sie die IR im Unternehmen vorfinden, auffinden? Weiß nicht, wer von Ihnen beiden anfangen will. Herr Schmidt Herr vielleicht Tüngler, ganz kurz. ja? Oder ich? Ja. A wie Andreas ist vorne, vor M wie Marc. Also. Gut. Also wir glauben, dass eben die Investor Relations grundsätzlich vielleicht intern erstmal eng an den Vorstand angebunden sein muss, damit sie wirklich Bescheid weiß über die ganzen Themen, die besprochen werden. Also der erste Schritt ist eigentlich, wie ist es intern aufgestellt? Und direktes Reporting an den CEO oder CFO ist für uns eigentlich ein Muss.
nur dann hat der Investor Relations Mann oder Frau die Fähigkeiten auch profund zu antworten und kennt in allem aus, kann aber auch das Feedback, das wir zum Beispiel als Schutzvereinigungen geben, an die Vorstände weitergeben. Dann muss es natürlich eher erreichbar sein und das spielt heute immer mehr neue Kanäle, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, eine Rolle. Und das Dritte, und das ist mir vielleicht auch ganz wichtig, was wir nicht wollen als Schutzvereinigung. Wir wollen und sehen nicht Investor Relations als Aktien-Push-Funktion. Das heißt, möglichst den Kurs hochreden oder Ähnliches. Das kriegen wir immer wieder zu hören von Aktionären, unseren Mitgliedern, die bei uns rauskommen und sagen, ja, aber die Firma, der Kurs ist doch so nieder, warum tun die nichts, warum machen die nicht das oder jenes. Das soll jetzt nicht heißen, dass Sie als Zuschauer gerade nichts tun müssen, aber es ist nicht die Aufgabe, den Kurs hoch oder runter zu reden oder so. Das ist dem Markt überlassen. Und deswegen sagen wir, keine Pusher, aber auch in schlechten Zeiten oder in guten Zeiten, egal wie rum, immer eine transparente, offene Kommunikation mit uns und mit den Aktionären, die auch Eigentümer eben sind. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das vielleicht mal für den Anfang. Nee, das war schon, also Herr Schmidt, erstmal ganz lieben Dank, weil Sie haben den Bogen mal da breit gespannt, vollkommen richtig. Ich glaube, ich möchte da ergänzen an einer Stelle und etwas vor die Klammer ziehen, weil wir ja doch immer auch sehr stark diskutiert haben in der Vergangenheit, welche Rolle hat eigentlich IR im Unternehmen für die Aktionäre, für die Außenwelt, für die Stakeholder auch, aber eben für Investor Relations, für die Investoren. Und da waren immer zwei Sachen ganz interessant. Einmal, wie spiegelt eigentlich auch oder wie sehr ist IR Sparringspartner für den Vorstand? Das hat der Schmidt gerade sehr gut angesprochen. Ja, kommt eigentlich das, was da draußen in der Investorenschaft passiert, eigentlich an? Auch beim Vorstand gibt es einen Kanal, nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung. Ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was wir immer besprochen haben, was leider aber in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren doch ein Punkt ist, der mich sehr umtreibt. Und Herr Schmidt, ich weiß, das treibt Sie auch um und Bernhard dich auch, ist natürlich, dass IR immer mehr aufgeladen worden ist in den letzten Jahren mit Verantwortung und mit Themen. Ich meine, wenn ich mir allein die ESG-Diskussion anschaue, die wir ja gerade mal im Kommen haben, das wird doch richtig groß. Ne? Und auch wir jetzt nicht irgendwie so Special Interest mehr haben, da ist nicht irgendwie das nicht Greenpeace und so, sondern die Investoren wollen auch diese Themen haben. Und wir auch, Herr Schmidt, als SDK und DSW. Da muss man ganz klar sagen, wenn ich allein das ESG-Thema mir anschaue, was da aufgeladen wird an IR, ist irre. Dann haben wir das Thema, wir hatten wahnsinnig viele Attacken, Shortseller. Wir hatten unglaublich viele Themen, die von der BaFin kamen, die auch oft bei IR landen. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss man ernsthaft mal die Frage stellen. Und Herr Schmidt, haben Sie, glaube ich, auch, ich nehme das Spiel den Ball mal weiter. Welche Rolle spielt IR nicht nur nach außen, sondern auch im Konzern? Und ich glaube, da muss man mal die Frage stellen, ob heute eigentlich die IR-Abteilung mit ausreichend Budget, mit ausreichend Manpower, mit ausreichend schlichtweg Geld ausgestattet sind, um überhaupt diese Anforderungen, die da draußen sind, überhaupt bewältigen zu können. Es geht mir nicht um Mitleid oder so, das ist der falsche, sondern es geht darum, dass ich glaube, Herr Schmidt, wir beide und unsere Kollegen müssen auch, glaube ich, bei den Vorständen dann stark transportieren, wie wichtig eine gute IR ist und dass die eben auch gut ausgestattet ist. Und da kommen wir noch darauf zu sprechen, natürlich muss IR erreichbar sein. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe das mal gemacht, jetzt noch mal im Vorfeld, allein bei den 160 in der DAX-Familie, da ist oftmals gar kein Ansprechpartner genannt auf der IR-Seite. Selbst, also das, da gibt es ein Kontaktformular. Aber ich frage mich, gibt es eigentlich was Unfreundlicheres als ein Kontaktformular? Also das ist schon interessant. Und dann versteckt man sich. Und dann stellt man sich die Frage, welche Relevanz hat das Thema IR im Unternehmen? Und natürlich auch, wie will man überhaupt in Kontakt treten mit den Aktionären? Oder will man sie eher fernhalten? Ne? Das vielleicht mal von mir vorweg. Wäre eins deiner, wenn ich das mal rausnehmen darf, als das Zwischenfazit, also ihr wünscht euch schon einen persönlichen Ansprechpartner auf der Website mit Telefon und direkter E-Mail-Adresse. Es gibt ja auch die Unternehmen, du hast gerade die DAX-Werte gesagt, klar, also die in den Indexen notiert sind. Darunter gibt es aber auch eine ganze Menge von Unternehmen, die im regulierten Markt notiert sind oder auch im Freiverkehr notieren. Ist die IR jetzt nicht in der eigenen Abteilung aufgehängt, sondern da macht das die Vorstandssekretärin mit oder manchmal auch der Finanzvorstand. Wie ist da so eure Erfahrung dabei? Da ist es mit dem Sparringspartner nicht mal gar so weit her.
Was jetzt nicht die Qualität angehen möchte, aber das ist natürlich dann schon sehr verflochten alles. Ja, also ich persönlich denke schon, dass die Qualität relativ gut ist, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen großen und kleinen Unternehmen. Wir haben Unternehmen wie SAP und BASF, die haben eigene Investor Relations Managerinnen, die dafür da sind, die sich mit Privatanlegern auseinanderzusetzen oder für die da zu sein. Weil es natürlich, und das macht extrem viel Sinn. Das kann aber manpowermäßig, Herr Tümmler hat es angesprochen, es gibt Begrenzungen vom Budget, von allem, das kann nur ein größeres Unternehmen sich leisten, eine eigene Person. Aber das ist vorteilhaft, wir sehen es ja beide, die sind zum Beispiel bei unseren Veranstaltungen, also DSW und wir als Veranstaltung, die dort auftreten. Es gibt eine etwas andere Sprache. Es gibt auch eine etwas andere Umgangsform mit institutionellen Investoren wie mit Privatanlegern. Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Inhaltlich müssen beide identisch sein, die Inhalte. Aber es macht eben einen Unterschied, ob ich mit einem Analysten oder Fondsmanager, der in einer speziellen Branche zu Hause ist und 10 Wettbewerber covert, und Mediziner ist zum Beispiel, der kann anders diskutieren als ein Privatanleger, der eben ein breites Wissen, Aktienwissen hat. Und dem muss man auch vielleicht gerecht werden. Also ich würde es von der Seite her sehen, ja, auf jeden Fall mehr und vielleicht wünschen, dass es noch eigene Personen gibt, wer immer das dann im Unternehmen ist, die sich verstärkt für die Privatanleger interessiert. Und ein Punkt, vielleicht auch, dass es Ihnen, liebe Zuschauer, leichter macht, so eine Position durchzusetzen. Es hat doch vor 3 Jahren niemand gedacht, dass eine Lufthansa, eine TUI in existenzielle Nöte kommen und plötzlich die Privatanleger brauchen, um Kapital einzuschießen. Die werden immer vernachlässigt. Ach, das brauchen wir doch nicht. Es reicht doch die großen Kapitalanleger. Und plötzlich merkt man, wie wichtig eine feste Privatanlegerkundschaft ist. Und das sollte man nie vernachlässigen und eben in guten Zeiten nicht vernachlässigen, damit man darauf bauen kann in schlechten Zeiten. Aber Herr Schmidt, dann brauche ich, entschuldigen, Bernd, muss ich noch kurz, weil das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Dann sind wir genau bei dem, also nochmal einmal zusammengefasst, was ich gerade sagen wollte. Wir müssen über auch Budget reden, über Geld. Das ist für die IR-Abteilung sehr schwer, das weiß ich. Ja, deswegen muss das Thema auch von außen nochmal mit Relevanz belegt werden. Aber ich glaube, das, was Herr Schmidt gerade sagt, was Sie gesagt haben, Herr Schmidt, ist ja eigentlich der Anfang von allem. Gibt es eigentlich eine Retail-IR-Strategie? Also gibt es eine Strategie für Privatanleger? Und da kommen wir immer wieder, Bernhard, ich hoffe nicht, dass das jetzt zu schnell vorweggenommen wird. Wir haben ja immer wieder, und das ist genau der Punkt, den Sie sagen, in der Krise, in der besonderen, außerordentlichen Situation, ist mit einmal der Retail-Aktionär bedeutend. Und wenn man dann hinterherläuft, dann das ist fast unmöglich zu schaffen, in der Kürze der Zeit die Leute zu erreichen. Wenn man aber laufend, ständig dieses Grundrauschen hat, ja, dann hat man eben die Relation. Und da kann man nicht drauf setzen, wenn man jetzt Geld braucht oder Stimmrechte auf der Hauptversammlung einen Proxy-Fight hat. Ja, dass dann mit einmal die große Liebe überschüttet wird über die Retail-Aktionäre, das verstehen die gar nicht dann, weil die es gar nicht gewöhnt sind. Was kommt da um die Ecke? Also ich glaube, dieses Grundrauschen sollte man haben und dann natürlich, klar, wenn dann der akute Fall da ist, muss man natürlich einen drauflegen, gar keine Frage. Bernhard, jetzt muss ich ja dann auch versuchen, nein, alles gut, wir kriegen das schon. Jetzt muss ich ja natürlich dann auch versuchen, als IR-Manager auf der anderen Seite diesen Retail-Aktionär auch irgendwie zu erreichen da draußen. Ich meine jetzt so, meine Generation Ende der 90er ist groß geworden mit der DGAP-Plattform, Deutsche Gesellschaft für Ad-Hoc-Publizistik. Was da nicht drin stand, gab es nicht im Bereich der IR. Das hat sich in den, ja, so ist es halt. Das hat sich in den letzten Jahren ja, je mehr die Social Medias aufgekommen sind, deutlich geändert. Also ein Unternehmen, was auf sich hält, muss auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und was es noch alles gibt, vertreten sein. Das sind natürlich auch die Punkte, wo man dann eher den Retail-Aktionär abholen kann. Gibt es dazu eine Meinung, eine Stellungnahme von euch? Ja, vielleicht fange ich wieder an. Muss aber nicht jedes Mal sein. Es ist zweischneidig. Der erste Punkt, Aktionäre und zunehmend neue Aktionäre,
die über Robinhood, Trade Republic und Ähnliches handeln, mit einem Klick, die wollen und sich nicht über einen langwierigen Informationsprozess in eine Warteschleife vom Telefon oder über irgendetwas kommunizieren. Die wollen neue Medien haben. Das heißt, da kommt man nicht drum rum. Und da gehört die ganze Palette dazu, von YouTube-Videos bis hin zu Auftritt bei Twitter oder schnelle Kommunikation über diese neuen Medien. Also das ist praktisch ein Muss. Das geht nicht mehr anders, weil wir eine neue Klasse von Investoren haben. Sicher die alten Herren, wie wir es sind, aber auch viele junge Damen und Frauen, Männer und Herren, die dann anders investieren, die einen ganz anderen Mindset haben. Was aber man höllisch aufpassen muss, ist natürlich, was jetzt so unter Shitstorm, das heißt, was immer sie irgendjemand einstellt in Facebook, wird negativ durch den Kakao gezogen, wird kommuniziert werden, kommt in den falschen Hals, was auch immer. Und es kann natürlich meiner Ansicht nach nicht die Aufgabe von IR sein, das zu kommentieren und jeden Kommentar wieder rauszulöschen oder nicht zu machen oder Ähnliches. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schwierige Balance und es muss nicht Aufgabe sein, jeden Kommentar in Facebook wieder gerade zu rücken oder anders zu machen, sondern da eine Balance zu finden. Ja, die Infos reinstellen, aber die Kommentare am möglichsten zu ignorieren. Also gute Kommentare ist natürlich was anderes, aber ansonsten die Kommentare eher zu ignorieren. Und das ist, glaube ich, für die Gesellschaft als Ganzes, wir sehen es ja in Politik, wir sehen es noch nicht gelöst, wie man das machen kann, aber es soll nicht heißen, wir machen deswegen nichts als Investor Relations, weil das geht nicht auf Dauer. Wir müssen diese neuen Anleger, die wir ja alle wollen, angehen, aber man muss den Spagat gewinnen zwischen vernünftiger Information und Vermeidung von Hasskommentaren, Shitstorms und Ähnlichem. Marc, ganz kurz, bevor du jetzt gleich antwortest oder deine Meinung da erzählst, über die Fragen kam die digitale Fragen-Schnittstelle kam die Frage rein, wie geht man mit Foren um? Wo es ja auch, also Wall Street Online und wie die ganzen Forenbetreiber sind, wollen wir das vielleicht mal da ein bisschen erweitern noch, lieber Marc. Dann bitte. Dann will ich direkt die Frage aufnehmen, weil das ist natürlich eine wahnsinnig gute Frage und das hat der Schmidt ja auch gerade schon angesprochen. Wenn dann da sich was verselbstständigt und dann hat man ja auch gar keine Chance mehr als IR, das wird ja dann Legal-Thema. Also irgendwann, wenn es dann in die falsche Information geht, also auch, ich weiß nicht, wie Sie das machen, Herr Schmidt, also ich gucke jetzt nicht mehr in Wall Street Online rein, wenn ich mich informiere über eine Gesellschaft oder so, da muss man auch mal abschichten, was wirklich dann relevant ist und was nicht. Aber natürlich ist es so, dass wir auch sehen in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, dass viele Unternehmen mal abgesprungen sind und gesagt haben, wir machen jetzt Social Media, sei es Twitter, Facebook und darüber hinaus. Auch insbesondere die Gesellschaften, die es ja besonders gut machen wollten und auch eigene Personen abgestellt hatten, Damen und Herren, für gerade auch die Retail-Kommunikation. Und da muss man schon sagen, dass die meisten sich da wieder zurückgezogen haben, weil es eben, Herr Schmidt, Sie hatten es angesprochen, es wird auch unschön dann irgendwann. Und die Frage ist ja, was kann dann noch IR? Und da immer auf alles eingehen und man darf ja nicht vergessen, da ist auch immer im Nacken die Rechtsabteilung, die auch immer sagt, hör mal, hier ist Grenze, man kann ja nicht alles abstimmen. Also stellen Sie sich vor, Sie packen da jemanden dran und der legt los, da kommen da Sachen raus, die gar nicht raus dürfen. Deswegen, ich habe ein Verständnis für die Unternehmen, wenn Sie sagen, Twitter, Facebook und Co. ist bei mir ganz unten im Stapel, weil ich muss eigentlich erstmal was anderes machen. Aber dann, und das ist das Interessante, dann sollte man zumindest irgendwas machen, was auf Interaktion ausgerichtet ist. Und da gibt es ganz einfache Sachen, die, wo ich gar nicht verstehe, dass eigentlich viele Unternehmen das nicht machen. Da geht es um Verteiler. Das, ich sage noch nicht mal, dass es einen Investorenclub geben soll. Aber dass man eine Art Presseverteiler oder Informationsverteiler als IR aufbaut. Und das ist doch immer was Schönes, wenn IR auch mal an die Anleger was schicken kann. Und das kann ja auch mal was anderes sein, außer eben der Q3-Bericht oder so. Also da kann man auch die Pressemitteilung über versenden. Einfach mal so einen Verteiler bauen, wo man regelmäßig, was immer regelmäßig ist, kommt darauf an, wie der Newsflow auch ist im Unternehmen. Aber regelmäßig der Investor dann angesprochen wird. Das kann man alles automatisieren. Da muss kein Mensch mehr sitzen, der irgendwo was in der Excel-Tabelle eingibt. Ja? Da die Interaktion, ich glaube, das sollte man pflegen. Und was man sich nicht kümmert, verkümmert.
Und das gilt natürlich auch für das Verhältnis zum Investor. Und wenn ich das noch kombiniere damit, dass, was wir gerade besprochen haben, in Spezialsituationen könnte Retail sehr wichtig werden, was Herr Schmidt gesagt hat, oder mein Beispiel mit dem Proxy-Fight, ich erinnere mich gut an CB Color damals, ja, also da kommt es auf eine Stimme an fast, ja. Und da ist es auch gut, wenn man einfach das Grundrauschen hat und auch die Attacken. Wenn ein Investor mit 1% es schafft, die Mehrheit zu infizieren mit einem Petitum, ob das gut, schlecht, unterirdisch oder überirdisch ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist doch nur möglich, wenn eigentlich die ganze Anlegerschaft keine Relation hat, ausreichend intensive Relation hat zu dem Unternehmen, sondern sich dann halt anfixen lässt von einem, der da reinkommt, wahrscheinlich ganz neu dabei ist und sagt, wir müssen alles anders machen, folgt mir. Ja, und das ist gerade ESG ein ganz gefährliches Thema, weil bei ESG wird jedes Petitum, wir sehen es ja bei RWE und bei anderen auch, mit ESG wird man unter dem Deckmäntelchen von ESG wird man ganz andere Mehrheiten organisieren können, als wir uns das jemals erahnen, weil wer sagt denn bei Nachhaltigkeit, das ist doof? Oder ja, das mache ich nicht. Damit da mal ganz kurz reingehen. Du hast gesagt, ein Thema gleich, Herr Schmidt, aber was mich interessieren würde, ESG ist ja auch so ein Thema, was jetzt immer mehr natürlich kommt. Das explodiert ja genauso wie die Corona-Infektionszahlen, würde man schon bald böserweise sagen, wird quasi minütlich wichtiger. Und da habe ich manchmal den Eindruck, suchen viele Unternehmen einen, der die Hand hebt und sagt, ich kümmere mich für ESG auch. Und das ist dann meistens die ER-Abteilung. Ist das aus eurer Sicht richtig wünschenswert, dass ER sich auch um ESG kümmert? Oder seht ihr das eher in einer separaten Abteilung aufgestellt? Jetzt habe ich so lange geredet, Herr Schmidt. Was denken Sie? Gut. Im Prinzip ist eigentlich egal, wer es macht. Wenn es eine eigene Person dafür ist, sehr gerne. Aber ich würde es schon bei Investor Relations angesiedelt sehen, weil es ja eine Mischung aus Kommunikation ist, nach außen und nach innen. Schwerpunktmäßig, was Herr Tüngler gesagt hat, ist ganz wichtig. Es müssen ja Prozesse im Inneren verändert werden für ein gutes ESG-Aufstellung. Muss eine Kommunikation nach außen sein. Und es muss jemand sein, der die Querschnittsfunktion besetzt im Unternehmen. Wie eigentlich ein Logistikprozess die ganze Unternehmen betrifft, so betrifft ESG auch das ganze Unternehmen. Und jemand, der in seinem Glashaus sitzt, bringt gar nichts, sondern es muss eigentlich einer sein, der die Prozessketten kennt, der die gesamte Kette ab mit den Zulieferern, mit der Außenwirkung, mit allem abbildet. Und Investor Relations ist eigentlich perfekt dafür geeignet, weil es eben das ganze Unternehmen kennt, im Idealfall vom Pförtner bis eben zum Vorstand. Und da hängt es dann wieder an dem, was Herr Tüngler gesagt hat. Das ist eine Maßgabe für Ausstattung. Wie viel finanzielle und Manpower-Ressourcen gebe ich in die IR-Abteilung? Aber aus der Querschnittsfunktion heraus würde ich das bei Investor Relations ansiedeln, ESG. Beim Vorstand eigentlich als Hauptverantwortlichen und als darunter sitzend Investor Relations-Abteilung. Ich vielleicht ergänze ich noch ein bisschen. Ich glaube, ESG war in vielen Bereichen in den letzten Jahren so ein Defense-Thema. Ja, da musste man liefern, da kam Fragebögen, man musste seine Hausaufgaben machen. Und wir kommen jetzt sehr stark aus der Defense in die strategische Ebene. Also mit über die Taxonomie, wo kriege ich noch Geld her? Und mit einmal, zack, sind wir mittendrin in Investor Relations. Weil es geht um Eigenkapital, es geht um Fremdkapital, es geht um überhaupt die Möglichkeit, sich noch solide finanzieren zu können zu ordentlichen Konditionen. Und ich glaube, ob die jetzt originär zuständig sind, wahrscheinlich würde man im Großunternehmen gar nicht können, das alles bei IR ist. Aber IR muss das drauf haben. Anders geht es gar nicht, weil es geht um Geld. Bisher ging es um viel gesellschaftlich und sozial und natürlich Umweltthemen, aber jetzt geht es immer mehr in das G rein und immer mehr ins Finanzielle. Und wenn also, ich vielleicht mal, Herr Schmidt, also interessant, also Guido Pickert hat sich gerade gemeldet über den Chat hier von Extron, schöne Grüße nach Aachen. Er sagt, nee, er sieht ESG nicht bei der ER aufgehängt.
Weil die Anforderungen deutlich steigen und dann man das nicht machen kann. Dann kommt man wieder, das ist das Thema Budget, was du ja angesprochen hast, in der Richtung, das kann man nicht nebenbei machen. Ich glaube, das kann man schon mal zwischendrin festhalten. Das ist eine extra Planstelle, einfach schlicht und ergreifend. Oder für vier. Ja. Ja, oder noch mehr, dann je nachdem, also mindestens ein. Also ich sehe das Thema ja auch nicht bloß als ER-Gesichtspunkt, wenn ich da mal ein bisschen mitdiskutieren darf, sondern das ist ja ein Thema, das weit über das Investoren-Reporting hinausgeht, sondern das betrifft das gesamte ganzheitliche Unternehmen dann auch in der Außendarstellung, in der Außenwahrnehmung. Geht auch Richtung Zukunftssicherheit, wenn ich jetzt an CO2-Zertifikatspreise und solche Sachen denke. Also ich glaube, da müssen die Unternehmen noch ein bisschen nachdenken. Der Reflex, das macht mal der ER-Manager mit, der mag kurzfristig mal funktioniert haben, aber ich glaube, mittelfristig wird das nicht funktionieren. Ja. Das wird nicht unterbrochen. Nein, stimme ich allem zu. Ich würde vielleicht sogar trotzdem sagen, dass es bei IER angelagert ist, aber mit extra Positionen, Herr Becker. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig irgendwo, dass es unterlegt sein muss. Aber der Hintergrund ist, dass es ja unheimlich breit aufgefächert ist. Es hat Einfluss auf die Entlohnung der Vorstände. ESG wird immer mehr zum Gehaltsargument, zum Bezahlargument, ist nach Corporate Governance Codex mit beinhaltet. Wird immer mehr zum Absatz. Nur Produkte, die ESG-konform sind, werden verkauft werden können. Also ist wieder die gesamte Kette abgebildet. Und dann ist die Frage, klar, das kann man nicht nebenbei machen, stimme ich komplett zu. Aber wer ist dafür vielleicht nicht besser geeignet als jemand, der diese Querschnittsfunktion hat? Und vielleicht noch zum Schluss nochmal zu den Kommunikation mit den Aktionären. Die Aktionäre, die sich für ESG interessieren, jetzt mal pauschal, das ist sicherlich nicht richtig in jedem Ding, sind aber eher die neuen, jüngeren Aktionäre. Und die wollen dann wieder, quasi sind wir mit einem Thema, wie kann ich die ansprechen? Und da würde ich etwas über den Herrn Tüngler hinausgehen. Stand heute kann man sich vielleicht noch leicht wegducken zu dem Thema, wie kommuniziere ich, ob über Twitter oder Facebook oder Ähnliches. Oder ESG, wie kann ich das mit einbeziehen? In 2 Jahren, in 3 Jahren geht das nicht mehr. Die Mehrheit der aktiven Aktionäre werden die Robin Hood und Trade Republic und jüngeren Aktionäre sein. Und daraus erwächst quasi, ich habe die Gefahr von Shitstorms und Ähnlichem, aber ich muss also nach Instrumenten suchen, wie kann ich das handeln und nicht sagen, ich muss es abseits liegen lassen, sondern ich muss mich der Aufgabe stellen und muss das dann in irgendeiner Form handeln. Und die beste Form des Handeln ist eine extrem offene Kommunikation. Das heißt, ich muss zum Beispiel eben beim Quartalsergebnis möglichst viele Zahlen, möglichst viele Details reinstellen. Den Call mit den Presse- und Analysten ins Netz reinstellen, die Präsentation möglichst frühzeitig reinstellen und dann vielleicht noch ein Video bei der SDK und DSW machen über YouTube, um das dann zu kommunizieren über einen seriösen Kanal, der dann da ist. Und dann vermeide ich ein bisschen, dass dann Gerüchte, Falschinformationen und Ähnliches kommen. Das wird nicht helfen, aber diese breite Palette an seriösen, ehrlichen und vor allem zeitgleichen, frühen Informationen ist für mich das Entscheidende. Die Welt wird dort sehr viel schneller sein und ich muss eine Minute nach den Zahlen, muss ich alles draußen haben, sodass sowohl im Wall Street Online Chat als auch in irgendeinem Twitter-Kanal alles verfügbar ist. Und dann habe ich die Basis gelegt. Aber Herr Schmidt, Sie haben da ganz. Wir wollen jetzt das Schlusswort gleich. Marc, lass mich ganz kurz nur was reintragen, dann hast du das Schlusswort zu diesem Thema, bevor wir uns dann ein bisschen weiter bewegen auf der Achse. Es kam hier über den Chat die Nachricht, dass eine Dame sagt: Wir haben alles. Wir haben also einen Newsletter-Verteiler und wir machen das. Und trotzdem wird immer wieder der Vorwurf laut, dass dieses Unternehmen die Kleinaktionäre nicht richtig informieren würde. Wäre es vielleicht auch mal, eine ganz konkrete Idee wünschenswert, dass Sie beide als Schutzgemeinschaften mal so eine Art Minimumstandards publizieren, dass die Unternehmen auf der einen Seite wissen, was vielleicht wünschenswert ist, auf der anderen Seite vielleicht aber auch die Aktionäre wissen, was der Standard ist und nicht manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
weil ich sage mal, eine kleine ER-Abteilung kann nicht 20 ER-Kanäle kommunikativ bespielen. Das funktioniert nicht. Marc? Ja, ich glaube, wir kommen jetzt an einen Punkt, den Herr Schmidt gerade schon angesprochen hat, der, glaube ich, extrem wichtig ist. Wir hören ja immer wieder, dass die ER-Abteilungen sich falsch verstanden fühlen oder dass die Message nicht rüberkommt, dass vielleicht auch die Aktionäre aus anderen Gründen ganz unzufrieden sind. Da muss man auch sagen, dann kriegt die ER auch ja einfach nur ab. Also das, glaube ich, liegt dann nicht immer nur an der ER-Arbeit. Das liegt dann schlichtweg auch daran, dass andere Dinge sind und die ER ist einfach dann die Einflugschneise für die unschönen Dinge. Das ist auch nicht schön für die ER-Managerinnen und Manager. Ich glaube aber, ein Punkt, der mir wichtig ist und den Herr Schmidt auch unterstreichen würde, ist, dann nutzen Sie doch bitte den Herrn Schmidt und mich. Weil wenn Sie den Eindruck haben, und du hattest gerade gesagt, Bernhard, gibt es da so eine Art Must-Have und dann noch Kühe und gibt es da so ein Paper oder so. Herr Schmidt, können wir mal drüber nachdenken, sehr gerne. Gab es immer mal wieder übrigens, auch mit Cometis habe ich da mal was gemacht, vor gefühlt sehr vielen Jahren. Müsste man vielleicht nochmal updaten. Aber ich glaube, eine Sache ist doch mal wichtig. Wenn man jetzt den Eindruck hat, wir haben einen Newsletter-Verteiler, wir haben einen Push-Dienst, wir haben keine Ahnung, was auch immer, mit, ja, und trotzdem funkt es nicht. Und dann geht man in die Analyse und irgendwie hat man den Eindruck, irgendwie habe ich alle, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, was ist denn da, wo drückt denn jetzt der Schuh? Dann will ich jetzt wirklich auch hier mal in dieser Runde einfach mal sagen, bitte anrufen. Also das ist relativ einfach jetzt vielleicht formuliert. Aber da müssen wir überlegen, weil wir, also was haben denn Herr Schmidt und was habe ich? Wir haben das Ohr an den Anlegern. Wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, die Anleger zu erreichen auf eine andere, unabhängige Art und Weise, als die Unternehmen es können. Weil wenn die Unternehmen was sagen, wird immer gesagt, ja klar kommt jetzt die positive Nachricht aus der Ecke, was sollen wir sonst erwarten? Also ist der Argwohn vielleicht auch höher, als wenn jetzt der Schmidt oder ich irgendwie mal die Unternehmen an die Hand nehmen und wir machen ein Format oder wir machen irgendwas, wo wir ein Erklärstück machen. Es geht ja nicht darum, Herr Schmidt und ich können keine Werbung machen. Ja, darum geht es bei ihr ja eigentlich auch nicht, hat der Schmidt ja auch gerade eben gesagt. Es geht aber darum, dass man Erklärstücke macht. Warum ist etwas so? Und das ist ER. Und da, wenn man nicht weiterkommt und man kriegt trotzdem Ärger, dann muss man überlegen, ob man nicht mal irgendwas zusammen auf die Beine stellt. Und dann kann ich das nicht ausdrücklich anbieten. Und vielleicht ein Punkt noch zusätzlich oder zwei. Erstens, es wird immer irgendjemand geben, der nicht mit dem Kurs oder mit Ähnlichem zufrieden ist. Das kann man natürlich, soll aber nicht heißen, dass man nichts machen kann. Und ich glaube, das Zweite ist einfach, man muss als ER ständig Goodwill aufbauen. Goodwill für Zeiten, wo es mal schlechter wird. Ich muss also vorher, jahrelang vorher, verlässliche Zahlen, verlässliche Informationen, verlässliche Sachen machen. Zum Beispiel eine Vision darstellen und sagen, wo bin ich in 5 Jahren? Welche Margen habe ich in 5 Jahren? Welche Marktstellung habe ich da? Und wenn es dann abweicht, muss ich das erklären, warum in diesem Quartal oder in diesem halben Jahr die Marge eben drunter war oder der Umsatz schlechter war oder Ähnliches. Aber wenn das ein stimmiges Gesamtkonzept ist, dann habe ich einen gewissen Goodwill und dann sagen die Leute auch, okay, den Kurs können wir jetzt nicht beeinflussen, aber ich bin noch auf meinem Long-Term-Track, weil was Herr Tüngler und ich, wir angehen, sind ja eigentlich die Long-Term-Investoren, denen es nicht um ein Quartal oder ein halbes Jahr gehen. Und da muss ich mich einfach, auch wie gegenüber institutionellen Investoren, einen 5-Jahres-Plan haben und den aber wasserfest reinstellen und mich dann auch abfragen lassen, warum hängt es da, warum ist es nicht da? Und wenn ich das über Jahre mache und die Leute sagen, ja, ich kann denen vertrauen, dann ist es weniger. Wird aber trotzdem nicht sein, dass immer wieder, es wird immer Einzelleute geben und so, die zu Recht oder zu Unrecht einfach unzufrieden sind. Das kann man nicht in den Griff kriegen. Aber da hängt natürlich eher oft auch am Fliegenfänger. Also um das mal, Entschuldigung, das Wort, ja. Herr Schmidt, wenn natürlich der Vorstand keinen 5-Jahres-Plan oder keine Ambitionen, Vision hat, dann ist natürlich VR wahnsinnig schwierig, weil selbst können es auch nicht rausfiletieren aus der Rippe. Ne? Also das ist dann auch eine Frage, und da kommen wir nochmal zurück zu meinem ersten Punkt, welche Relevanz hat das im Unternehmen? Und da kommen wir zur Governance. Ne? Wie ist das Unternehmen so aufgestellt und wie möchten Sie eigentlich auch, und zwar nicht ER, weil ER, Fliegenfänger ist ein lobes Wort, ich weiß, aber hängt dann halt auch unterm Vorstand, da kann man ja nichts machen. Also insofern ist, glaube ich, auch wichtig, dass man immer wieder vermittelt, wie wichtig das ist, dass man gute Relations zu den Investoren hat und da muss der Vorstand liefern. Der Vorstand, ja, also ich meine, jetzt glaube ich, eines, um das Thema vielleicht jetzt ein bisschen rund zu machen und dann mal zu einem anderen Punkt zu kommen,
Natürlich, ich würde sagen, richtig über 5 Jahre. Man sagt, man nennt Ziele, die erreicht man. Und es wird sicherlich die Situation geben, wo man sie nicht erreicht. Ich glaube, dann ist eines, dass dann die ER auch wirklich aktiv kommunizieren muss und nicht die ad hoc am Freitagabend um 23 Uhr schaltet, in der Hoffnung, dass keiner die Gewinnwarnung liest oder was auch immer, sondern dass dann aber auch, ich glaube, so habe ich Sie beide, auch wenn ich das recht interpretiere, verstanden, dass gerade dann auch, wenn es mal nicht so läuft, wenn Ziele nicht erreicht werden, auch offen kommuniziert wird, dass klar kommuniziert wird und nicht irgendwie in Floskeln kommuniziert wird, wo der Aktionär sich dann erst nach einem Glas Wein klarer sieht, was denn eigentlich jetzt diese Ad-hoc besagt. Kann man das so unterstreichen, bevor ich zu einem anderen Thema weitergehen würde? Absolut, ja. Es ist schwer für IR. Das tut mir so leid, weil das eigentlich alles verwässert. Aber ich meine, es ist ja nicht IR, die sagen, wir hauen das um 20 Uhr am Freitagabend raus. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, ich glaube sogar, die meisten IR-Manager wollen das doch dann auch offen und geradeaus kommunizieren, bereiten den Markt ja auch vor, oftmals darauf, sodass das auch nicht mehr so die wahnsinnige Überraschung ist. Das ist auch gerade die Kunst. Das ist ja das Handwerk im Endeffekt. Aber ja, das ist für IR manchmal sehr schwierig. Wünscht man sich das anders? Ja. Aber da müssen wir hier mal eine Veranstaltung mit Vorständen machen, ehrlich gesagt. Und ich wollte das nämlich gerade sagen, da muss man die IR-Leute nämlich jetzt auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil die können ja nicht von sich aus kommunizieren, sondern es hängt ja immer noch aus einer Vorstandsentscheidung auch. Und das muss man auch ganz klipp und klar mal sagen. Auch da sollte man das mal in die Köpfe sickern lassen, dass man gerade dann, wenn es nicht so gut läuft, ist, die richtige Kommunikation aufzusetzen. Also eine aktive Kommunikation und keine passive Kommunikation, Vogelstrauß-Politik macht. Ein häufiger Kritikpunkt, den man auch hört, ist immer wieder von Kleinaktionären. Naja, da gibt es ja dann die Veranstaltungen für die größeren Aktionäre, Roadshows, Analysten, Bilanzpresseveranstaltungen, Capital Markets Days. Und da werden irgendwelche Informationen den Großen gegeben, die wir Kleinen gar nicht bekommen. Das heißt, die haben einen Informationsvorsprung von uns kleinen Aktionären. Und wir stehen da so ein bisschen im Regen, die kriegen sogar, so, das schwebt immer so über dem Ganzen, die kriegen sogar Infos, die wir überhaupt nie bekommen. Denen legt man also irgendwelche Zahlen offen, die man uns kleinen Aktionären gar nicht sagt und so weiter und so fort. Ich lasse das so stehen, wie seht ihr das an der Richtung? Oder habt ihr vielleicht sogar eine Lösung, wie man dieses Problem, dieses Dilemma, das fraglich vorhanden ist, weil ich kann nicht jeden Tag eine HV veranstalten, um alle Fragen der kleinen Aktionäre zu beantworten. Wie man dieses Dilemma so ein bisschen löst und ein bisschen mehr Zufriedenheit bei den kleinen Aktionären hier schafft. Wir haben das, Herr Schmidt, soll ich mal vorlegen? Wir haben das Thema gerade sehr weit oben auf dem Stapel liegen und damit meine ich nicht die DSW oder wahrscheinlich auch nicht die SDK, sondern ich sehe es beim Regulator sehr weit oben im Justizministerium und auch an anderen Stellen sehr weit oben liegen, weil wir haben ja jetzt in letzter Zeit über die Kommunikation des Aufsichtsrats, über Corporate Governance Roadshows im Vorfeld der Hauptversammlung zu Aufsichtsratswahlen, Vergütungssystem, Vergütungsbericht jetzt, haben wir ja eine ganz neue Art von Roadshow und neue Art von Kommunikation, die auch noch über den Aufsichtsratsvorsitzenden und über den Aufsichtsrat läuft. Und an diesem neuen, nicht mehr ganz neuen, aber auch relativ neuen Art zu kommunizieren und Inhalten, die kommuniziert werden, baut sich gerade eine starke Diskussion und auch wahrscheinlich ein Handelsdruck, Handlungsdruck des Regulators auf, dass man sagt, alles, was kommuniziert wird, egal wie, egal wann, muss auf die Webpage. Das ist auch relativ einfach, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, es ist doch immer wieder erstaunlich, wenn man sich vorbereitet auf eine Hauptversammlung, gerade wenn man neu sich ranrobbt, wenn jetzt der Schmidt oder ich, wir haben noch nie die Gesellschaft X besucht und jetzt müssen wir uns da ranrobben. Dann sprechen wir natürlich mit dem Kollegen, der das Jahr vorher gemacht hat. Oder nehmen wir jetzt eine neue Mission. Ich meine, gerade da sollte man dann vielleicht die Informationen, Transkript oder vielleicht ein Video oder eine Tonaufzeichnung, einen Podcast, was auch immer von der Analystenkonferenz haben oder von der Bilanzpressekonferenz. Die großen Unternehmen machen das zum größten Teil. Und das kommt gut an, weil die Bilanzpressekonferenz ist nun mal das zentrale Medium eigentlich, was man, und zumindest das sollte dann eigentlich draufgestellt werden. Aber Achtung, der regulatorische Druck, dass man alles, aber wirklich alles an Präsentationen auf die Webpage stellt, was ja heute so explizit nicht genannt ist, da geht es um die Gleichbehandlung der Aktionäre und dann gibt es noch den Anspruch, dass in der Hauptversammlung, wenn jemand danach fragt, gesagt werden muss, was anderen Aktionären erzählt worden ist und so weiter.
Aber das ist ja komplex, auch rechtlich, aber dass da vielleicht der Regulator mal nachlegt, das wird gerade diskutiert. Und es könnte so einfach sein, wenn man einfach alles auf die Webpage stellt. Also ich kann das komplett unterstreichen. Das ist der allerwichtigste Punkt, was ich vorher mit Transparenz und Herr Tüngler gerade nochmal weiter ausgebaut hat. Gleiche Information für alle und am besten sofort und ständig verfügbar, sodass es daraus kein Vorteil gibt für irgendjemand. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, es gibt eine funktionelle Unterschied zwischen einem institutionellen Investor, einem Fondsmanager oder einem Analysten, der mit dem Vorstand redet und einem anderen. Das Beispiel vorhin, ein Pharmaanalyst, der 10 Pharmaaktien betreut, der ausgebildeter Mediziner ist und der stellt natürlich ganz andere Fragen als jeder kleine Aktionär oder die meisten kleinen Aktionäre, weil er auf dem Kretzkongress, der ASCO rumläuft und so weiter. Ja, und daraus ist natürlich ein ganz anderes. Jetzt wird er natürlich anders informiert, egal ob er von BlackRock kommt oder von einer kleinen Bank, einfach weil er ein anderes Umfeld und ein anderes Wissen hat. Und er kann natürlich auch anders fragen, wenn ich Daimler und Conti und BMW cover und vielleicht noch den Kautschukhersteller in Malaysia cover, dann weiß ich, wie viel Reifen an irgendjemand geliefert werden oder kann mir es hochrechnen. Und daraus kann er natürlich eine Frage formulieren. So, das heißt, da wird es immer einen Unterschied geben. Was das viel kritischere ist und aus meiner Erfahrung als Aktienanalyst heraus ist, ich persönlich als Aktienanalyst wollte eigentlich keine Insider-Informationen haben. Weil in dem Moment, wo ich mit dem Vorstand rede und der sagt mir das und sagt anscheinend, aber Herr Schmidt, das ist jetzt Insider-relevant, bin ich aus dem Geschäft draußen. Ich rufe auf dem Heimweg von dem Meeting meinen Compliance-Menschen an und sage, ich bin Insider geworden. Dann blockiert er mich für die nächsten 4 Wochen und alle anderen dürfen schreiben und ich selber bin dann irgendwo nicht dabei zu schreiben. Das heißt, als Analyst versuche ich doch an die Grenze zu kommen, aber sie nicht zu überschreiten. Ich will möglichst nah rankommen, um ein Gefühl zu kriegen, wie läuft es? Ich mache dezidierte Fragen, wie sind die Kautschukabsätze? Daraus kann man doch hochrechnen, sie verkaufen nicht genug Reifen oder ähnliches, ihre Autos laufen gerade schlecht. Das versuche ich zu machen bis an die Grenze, aber ich will doch nicht rübergehen. Und das muss für Kleinaktionäre muss das Gleiche gelten eigentlich. Das heißt, alles bis zu dieser Grenze muss sofort kommuniziert werden. Und das Schlimmste, was ist es eigentlich, und das habe ich oft genug erlebt, dass ein Vorstand eben losklappert, sage ich jetzt mal einfach, auf einem Meeting anfängt zu erzählen und der Investor Relations Manager schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen und sagt, das ist alles insiderrelevant, ich muss sofort eine Ad-hoc losgehen. Das muss man eben vermeiden, da muss man den Vorstand ausbilden, dass er das nicht macht, dass es ein Riesenproblem sein kann. Und ansonsten transparente Kommunikation, das heißt, auf die Webseite muss kommen, wann rede ich mit welchem institutionellen Investor, einfach eine Liste rein, da muss drin kommen die Präsentation, die dabei da war. Und dann haben wir inhaltlich genau das Gleiche, der Privatanleger hat Zugang dazu und ich bin außen vor. Aber dieses Spannungsfeld, Insider-Problematik nicht, die man ja wirklich austesten will, das wird man nicht beseitigen können. Und dafür sind sie auch einfach auf der institutionellen Seite die besseren Fragen im Regelfall, im häufigen Fall. Marc, du vielleicht auch sicherlich dazu noch ein bisschen was dazu sagen willst. Hier was über den Chat kam gerade die Anregung oder die Erfahrung, dass man ja virtuell, genauso wie wir hier gerade virtuell zusammensitzen, virtuelle Hauptversammlung stattfinden, könnte man ja zum Beispiel die Bilanzpressekonferenz, die Analystenveranstaltung auch live streamen. Das heißt, jeder Aktionär, der sich vorher Aktionärseigenschaft nachgewiesen hat, irgendwo angemeldet hat, wie auch immer, kriegt einen sogenannten Gastzugang. Da kann er zwar zuschauen und zuhören, kann aber jetzt keine Fragen direkt stellen. Aber er könnte in Echtzeit dann der ganzen Veranstaltung folgen und würde genau mitbekommen zur gleichen Zeit wie die großen Aktionäre, was da besprochen, was da gesagt wird. Hat natürlich Grenzen, wenn ich im Hinterzimmer sitze, in den sogenannten One-on-Ones, da live zu streamen, das würde dann vermutlich nicht mehr funktionieren. Aber zumindest das große Plenum könnte man übertragen und die Erfahrungen, was man hier schreibt, seien durchaus gut gewesen. Marc, deine Sicht der Dinge? Kann ich nur unterstreichen.
Man, vielleicht gucken sich Kollegen mal an, was Bayer macht, die ja wirklich genug Themen haben und nicht nur schöne. Da wird die Bilanzpressekonferenz ins Netz gestellt, nachher natürlich live und auch nachher. Das kann man sich angucken. Übrigens ganz interessant, wir haben ja oftmals dass wir in den Hauptversammlungen vor Corona-Zeit, viele erinnern sich noch, irgendwann mal vor ein paar Jahrzehnten, hatten wir ja immer die Hauptversammlung auch gestreamt, aber nur bis zur Rede des Vorstandes oder Aufsichtsrats. Und dann wurde abgekappt. Auch da bei Bayer wird die Q&A der Bilanzpressekonferenz oder der Analystenkonferenz wird da auch gezeigt. Ich glaube, es tut nicht weh. Und wer glaubt, er könne durch das Abschneiden oder durch das Nicht-Preisgeben dieser Veranstaltung irgendeinen Mehrwert oder ein Prä sich da irgendwie erkämpfen? Nee. Also wenn, das hat der Schmidt gerade angesprochen, also wenn es dann brennt, dann brennt es. Und dann brennt es erst recht, wenn man dann sich versteckt oder wenn man die Dinge nicht macht. Und deswegen soll es vollkommen normal sein, dass man eigentlich die Bilanz-PK, dass man die aufzeigt. Das muss auch nicht technisch irgendwie jetzt High-End sein. Da braucht man jetzt nicht eine extra Landing-Page und keine Ahnung, was auch immer. Da muss man einfach nur das Ding aufzeichnen und gut ist. Ja, also das reicht dann vollkommen. Und also ich... Stimmt, Transparenz ist das Zauberwort auch. Möglichst breite und schnelle Transparenz schaffen in jedem Umfang. Und ich kann auch nicht erkennen, warum nicht ein Analystenmeeting oder ähnliches bis zu der Fragestunde inklusive Fragestunden eingestellt wird. Herr Tüngler hat gesagt, das wird vielleicht regulatorisch sowieso kommen. Und dann kann man es auch heute schon im Prinzip machen. Ich würde jetzt mal zu ein paar bisschen kleineren Themen kommen, würde Sie beide bitten, dann vielleicht auch in ein oder zwei Sätzen darauf zu antworten, sodass wir da einfach mal ein bisschen kleinteiligeren Input auch noch für die Zuschauer und Zuhörerinnen liefert. Wir haben vorhin schon über die Kommunikation und die beiden Schlagworte transparent, regelmäßig, offen, ehrlich. Ich glaube mal, das ist das, was über allem schwebt, das ganze Thema. Trotzdem wird mich so ein bisschen interessieren, aus Sicht der Schutzgemeinschaften, welche Kennzahlen sollen denn reportet werden? Also was ist das, wo ihr beide euch so ein bisschen drauf konzentriert, wenn ihr euch vorbereitet, möchte das gleich noch ein bisschen weiterspannen. Es gibt dann viele Unternehmen, die Adjusted-Kennzahlen haben. Das Adjusted EBITDA bei manchen Unternehmen habe ich den Eindruck, das ist der Umsatz am Ende des Tages. Wie steht ihr denn da dazu? Also was ist da eure Erwartung? Welche Kennzahlen in welcher Form erwartet ihr aktuell zu finden? Je weiter unten in der G&V, umso besser. Und eigentlich am Ende des Tages, mal ganz ehrlich, EPS. Ja, also das ist im Endeffekt die Kennzahl, an der ja auch oftmals dann doch die Dividende oder irgendwas anderes dann festhängt. Und deswegen ist aber auch jetzt, also da kann IR nur wirklich nach innen immer wieder argumentieren und sagen, adjusted ist Murks. Das ist es tatsächlich. Und dann wird man natürlich immer sagen, ja, aber in der Branche ist jetzt die Kennzahl, die entscheidend und so. Aber wir sehen es doch. Wir sehen es bei Ströer und bei vielen anderen Gesellschaften, wo dann über Adjusted oder irgendwelche eigenen Kennzahlen dann viel Unruhe entstehen kann, weil man ist dann angreifbar. Schlichtweg. Also ich den Teil komplett wieder zustimmen. Erstens Adjusted bin ich auch kein Freund und früher war noch DVFA-Ergebnis bedeutsamer. Das hat seinen Sinn gehabt in irgendeiner Form, aber im Endeffekt. Aber wenn man adjustiert, was vielleicht mal aus bestimmten Gründen sein kann, dann muss man es eben sehr detailliert erklären oder genau erklären, wie und warum es adjusted wird. Und nicht von Jahr zu Jahr die Adjustment-Basis auch wieder ändern, was auch sehr gern gemacht wird. Im einen Jahr wird das adjusted, im nächsten Jahr wieder was anderes. Und ich hatte es mal bei Firmen, die haben jedes Jahr einen Produktausfall gehabt im Pharmabereich, weil das Standard ist. Irgendwas geht eben immer mal in die Hose. Und da habe ich ja auch gesagt, das ist doch eigentlich kein unnormales Geschäft mehr. Warum adjustiert ihr ja immer das? Das gehört zum Geschäft dazu, dass ein Produkt ausfällt. Also sowas würde ich nicht mehr akzeptieren. Aber ich bin bei einem Punkt wieder bei dem Transparent. Alle Zahlen, alle Details, die man theoretisch in einer Hauptversammlung fragen kann, auf die Webseite stellen, in den Geschäftsbericht reinbringen und darstellen. Da gehört für mich dazu der Return on Investment, da gehört für mich das WACC dazu, da gehört für mich die Umlaufgeschwindigkeit des Lagers und Ähnliches hinzu. Warum
es gibt dort nichts zu verstecken. Die Eigentümer sind die Aktionäre. Sie haben ein Anrecht auf diese Zahlen. Und dann kann ich es auch direkt, solange es nicht wettbewerbsschädlich ist, in irgendeiner Form, und das sind ganz seltene Fälle, kann ich das reinstellen. Und ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich persönlich betreue die Bechtle. Ich glaube, die haben 3 Seiten im Hauptsammlungs-, im HV-Bericht, Zahlen, Kennzahlen drin. Da geht es wirklich runter bis in jedes Detail. Und warum soll das da nicht stehen? Und es ist konstant gehalten von Jahr zu Jahr, sodass man es auch vergleichen kann. Und dann ist die Diskussion mit dem Unternehmen nicht mehr, wie hoch ist die Marge XY oder der Return oder das oder jenes, sondern die Frage ist, warum hat sich das verändert? Warum kam jetzt dieses oder jenes? Und man muss nicht mehr diskutieren, ist die Verschuldung inklusive Pensionsverpflichtungen oder ohne Pensionsverpflichtungen oder beinhaltet sie noch irgendwas anderes oder ähnliches. Einfach transparent die ganzen Zahlen reinstellen, was Herr Füngler gesagt hat, je weiter runter, desto besser, alles reinstellen und dann aber konstant Jahr für Jahr weiter pflegen. Bringt mich zu dem Thema Geschäftsbericht. Großer Kritikpunkt vor einigen Jahren, er wird nicht mehr gedruckt. Habe ich vollstes Verständnis für die Unternehmen. Die Geschäftsberichte sind in den letzten 10 Jahren vom Umfang her explodiert, weil mit, glaube ich, sehr, sehr vielen regulatorischen Anforderungen auch mittlerweile belastet worden. Dann gibt es immer noch Unternehmen, die den trotzdem produzieren, als PDF produzieren, mit PR-Teil, ohne PR-Teil. Vielleicht von jedem von euch beiden 2, 3 Sätze. Was eure Erwartung an Geschäftsbericht ist, ist der überhaupt noch zeitgemäß oder stelle ich bloß noch den Jahresabschluss rein ins Netz und alle anderen Infos auf die ER-Website? Eure Sicht der Dinge? Das ist ein eigenes Webinar gerade, was du da ansprichst. Die große Frage ist doch, ob es nicht das größte Interesse der Unternehmen sein müsste, dass sie ein zentrales Dokument haben, was, wo sie am Drücker sind und wo sie erklären können, wie die Welt sich dargestellt hat und wie sie sich darstellen wird oder was man erwartet. Das ist ja eine, nicht nur eine akademische, sondern fast schon eine Glaubensfrage geworden. Ich dachte erst, du fliegst nur rein in die Frage, ob man noch den Geschäftsbericht drücken soll. Ich glaube, wenn wir Analysten und Schmalenbach und sowas alles hören, dann geht es eigentlich nur Excel-Bums, nur eine Excel-Tabelle, die man schön verarbeiten kann und fertig ist es oder die anderen Formate, die jetzt auch neu da sind. Aber ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, auch wenn der Geschäftsbericht wahnsinnig viel Arbeit ist, jedes Jahr leider wieder überraschend kommt und man immer wieder dann wieder vor der Frage steht, wie mache ich es eigentlich? Es gibt dann ein Dokument, den Jahresabschluss, und da steht vom Unternehmen einmal zentral drin, was ist. Und mir das nehmen zu lassen als Investor, das ist schon schwierig, aber als Unternehmen würde ich auch mal drüber nachdenken, ob es klug ist. Und jetzt ganz kurz, gedruckt. Die Frage ist, ob man sich den Stress eintun will, wenn dann jemand nachfragt und dann sagt man, tut mir leid, wir machen das nicht mehr, dann wird ja immer jetzt Umwelt nach vorne geschoben. Da muss ja jedes Unternehmen überlegen, weil wenn der selbst ausdruckt, ob das Unternehmen es nicht macht, also da sollte man immer eine Custom-Made-Lösung finden, die nicht zu unfreundlich ist. Ich glaube, das ist eine sehr salomonische Antwort. Vielleicht von meiner Seite Geschäftsbericht gedruckt. So wie ich die Lanze, sage ich jetzt mal, für die etwas jüngeren Investoren gebrochen habe, muss ich die jetzt auch brechen für die älteren. Es gibt sehr viele, die das gerne haben, die keinen Zugang zu Internet, keinen Zugang haben. Ich finde, dass die Unternehmen sollten ein paar Exemplare, und wenn es aus dem Drucker ist, also nicht die teuren, irgendwas zur Verfügung haben und auch in Deutsch, die sie den Aktionären, die das gerne wollen, zuschicken können. Das ist ein Service für die Eigentümer. Ich finde, das muss sein. Genauso wie eben man den Robinhood-Aktionär befriedigen muss mit einer schnellen Darstellungsmöglichkeit, sollte man auch diejenigen, die nicht digital sind, in irgendeiner Form. Der zweite Punkt inhaltlich, soll da PR rein, Marketing beim Modeunternehmen eventuell, weil es Teil der Corporate Identity ist, beim Maschinenbauer vielleicht nicht so sehr. Aus ESG-Gründen würde ich es nicht so groß machen, aber es kann natürlich immer Marketing auch ein bisschen mit drin sein. Was viel wichtiger ist, wir haben vor 2 Jahren, war das glaube ich, oder 3 Jahren eine Untersuchung gestartet, zum Beispiel zur Risikoberichterstattung in Zusammenarbeit mit der Hochschule Pforzheim. Da kamen
Formulierungen im Risikobericht drin. Das heißt, wer den gleichen WP hatte, hatte die gleichen Risikoformulierungen drin. Also bei egal ob Chemie oder Auto oder was für ein Unternehmen, waren genau die gleichen Formulierungen drin, was im Risiko nicht sein kann. Die Unternehmen haben unterschiedliche Dinge. Oder bei einer VW wurde 1,5 Jahre nach diesem Skandal im Risikobericht kein Diesel erwähnt oder bei Daimler auch nicht. Das war also für die Katz. Das ist rechtliche Anforderung. Aber wenn man so etwas reinschreibt, einen Risikobericht oder in Zukunft einen ESG-Bericht oder irgendwas, dann muss er doch inhaltlich sinnvoll sein. Sonst kann ich ihn gleich weglassen. Also nur mit guten Daten gefüttert, vernünftige Darstellung, kein Wischiwaschi, individuell. Und dann hat der Aktionär auch etwas davon. Und dann ist es, selbst wenn es aufwendig ist, aber auch eine interne Schulung für die Mitarbeiter und Ähnliches, für interne Kommunikation, dass sie merken, da wird Wert drauf gelegt, wir müssen ESG-Prozesse verändern oder Ähnliches. Nur dann macht es Sinn. Floskelformulierung brauchen wir nicht. Okay, wunderbar. Wir nähern uns fast dem Ende. Wir haben noch eine Minute. Jeder von Ihnen beiden hat jetzt noch einen Wunsch, den er für die IR im laufenden Jahr 2022 formuliert, was ihr so ein bisschen erwartet an der Stelle. Können wir noch 10 Sekunden drüber nachdenken, dann Marc, würde ich sagen, fang du an. Ich freue mich, wenn wir ein bisschen mehr sehen auf den Hauptversammlungen. Ich weiß, dass viele IR-Manager das wollen. Und bleibt stark, drückt das durch, dass es da ein bisschen mehr gibt als nur Plain Vanilla auf der Hauptversammlung. Ich weiß, dass IR das gerne möchte, oftmals. Ja. Also Dankeschön. Und für mich das Thema transparente, offene Kommunikation und zwar möglichst zeitgleich an alle. Meine Damen und Herren, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Wir sind kurz vor 15 Uhr. Ich darf mich sehr herzlich bei Herrn Schmidt, bei Marc Tüngler bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mitdiskutiert habt. Es gab noch eine ganze Reihe von Punkten, die wir heute hätten eigentlich diskutieren wollen. Da sind wir gar nicht zu gekommen und das ist vielleicht schon das Schlusswort, das ich an Herrn Deter als Veranstalter mitgeben möchte nach Wiesbaden. Vielleicht ist eine Wiederholung dieser Veranstaltung da mit etwas anderen Themen schon mal eine Idee für den nächsten ER-Club im Jahre 2022. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse, dass Sie dabei geblieben sind und gebe an Herrn Deter nach Wiesbaden. Lieber Herr Tüngler, lieber Herr Schmidt, vor allem lieber Herr Orlik, ganz herzlichen Dank für diesen offenen Austausch, diese interessanten Einblicke. Ich darf alle Teilnehmer bitten, noch eine Minute drin zu bleiben. Wir haben fast 15 Uhr, aber auch nur fast. Ich würde Sie gerne alle bitten, uns ein Feedback zu geben, den Referenten Feedback zu geben. Wie fanden Sie diesen Vortrag? Jetzt ist hier ein Slide eingeblendet. Sie haben die Möglichkeit, jetzt abzustimmen. Sehr gut, befriedigend, ausreichend oder mangelhaft. Also wie in der Schule, nur die 6 haben wir weggelassen. Ich glaube, man sagt ja, showing up is half the battle. Also sollten wir uns da eher wahrscheinlich im oberen Bereich bewegen. Aber ich möchte Sie ja nicht beeinflussen. Stimmen Sie bitte jetzt ab. Kurze Frage abgeschlossen. Ganz herzlichen Dank nochmal an unsere Referenten. Vielen Dank an die Teilnehmer. Es waren eine ganze Menge, wie ich hier auf der Teilnehmerliste sehen kann. Das Thema ist relevant. Um 16 Uhr in einer Stunde geht es weiter mit unserem heutigen ESG-Special am Nachmittag. Und wir haben noch 3 spannende Tage der IR-Week vor uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute und genießen Sie Ihren Kaffee aus einer der farbigen ER-Tassen der letzten 9 Jahre. Herr Tüngler hat auch eine. Klasse. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke, tschüss. Danke. Alles Gute, ciao. Gut, ich verabschiede mich auch. Bedanke mich bei Ihnen. Auch Herr Orlik, vielen Dank für diese gute Moderation. Und super. Alles Gute. Wenn noch irgendwas ist im Nachgang, hören wir einfach voneinander. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss.